Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu LS17 Stappenbach, das absolut mörderisch, richtigste Challenge-Projekt EU Westside mit dem Tino und dem Werner. Hallo. 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 So, also ich werde jetzt erstmal richtig hier loslegen mit Mimimi. Ja, jetzt Geil. geht's erst. Was? Cool, ich freue mich drauf. Ja. Nee. Nicht? Nee, hab's mir gerade doch nochmal überlegt. Okay, dann nicht, schade. Ja. Aber tatsächlich muss ich gleich mal los. Wo müssen hin? Zum Elu! Ja, der macht leider, ich muss auch. Ja, ich warte darauf, dass ich eintreten darf. Hallo! Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Bei mir steht jemand am Hof. Stappenbach 1, Klammer 2. Ja. Ist das meiner? Ja. Wunderbar. Jetzt warten Sie mal. Was haben Sie, was hat denn der letztes Mal gemacht? Kann mir noch mal jemand helfen, bitte? Mähen und Pressen, Felder 81, 85, 89, Gras. War das in Auftrag oder hat er das schon gemacht? Das war in Auftrag. Gut, das spritzen wir jetzt komplett. Ja, am Händler steht dann gleich eine Quaderballenpresse. Und es sollen bitte alle übrigen Ballen auf der 117 folieren. 117 folieren. Genau. Okay. Mein Muss der Deutsch. Maler lackieren? Maler, Lackier, was? Polieren tun doch Maler und Lackierer, oder nicht? Nee, folieren. So wie Folie, folieren. Ja, eben Auto folieren. Ja, genau. Macht einfach ein Band rum, ist mir doch scheißegal, wie das dann aussieht. Alles klar. Er nimmt mein Mitarbeiter oder unser Mitarbeiter nimmt gleich den Traktor, den er zurzeit benutzt. Der Deutsch müsste das sein, ne? Dann werden wir das so ausführen. Genau. Moment, Gerät kaufe ich jetzt in diesem Moment. Wenn ich es finde. Okay. Ah ja, es hat noch ein bisschen geleckt. Gut, warte. Das Ding hier. Folienfarbe. Jetzt wird es aber interessant. Wir machen richtig schöne graue Ballen, habe ich gerade beschlossen. Pink. Pink. So, das Ding steht beim Händler. Ich werde mir das gleich zuweisen. Aber trotzdem können Sie es ja verwenden, ne? Jo. Ich werde dann mit einem anderen Kfz kommen und die Ballen dann mitnehmen. Und ja, dann schauen wir weiter. Ist in Ordnung. Vielen Dank, bis später. Bis später. Hallo. Guten Tag. Die sind aber Hallo. für Späßchen gereizt, du. Bitte wie? Ja, die sind heute ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen lustig, glaube ich, sind sie heute alle da oben. Oh, echt? Ist Ja. es gereizt? Nee, lustig. Also lustig, lustig. Also. Aber ist es auch lustig oder ist es nicht lustig? Ja. Na gut, als Ansichtssache. Österreicher versteht man ja nicht ganz so viel Spaß, oder? Ich verstehe mehr Spaß als wie ihr. Siehst du, geht schon los. Ja, wir hatten gerade von Werner, ich habe gerade mal den Renny gefragt, warum er, also, ist, dass er, nee, ich war halt so traurig halt. Traurig? Warum bist du denn traurig? Ja, dass er halt so, ich wusste gar nicht, dass er mich gar nicht leiden kann. Warum soll er dich nicht leiden können? Ja, dass er mir hier, dass er dich hier aufhetzt, den Kuhstall wegzukaufen, obwohl du es gar nicht willst. Du dich da auch noch beeinflussen lässt, Werner. Prinzipiell muss man sagen, ob ich die Kohle jetzt auf der hohen Kante hatte, wo du in den Gebäude steckst, ist eigentlich egal. Naja, ich sag mal so, in deiner Community sind ja ziemlich gewiefte Leute. Die Absolut. haben eigentlich einen guten Vorschlag gemacht, wie ich fand. Der eine hat mir sehr gut gefallen, zum Beispiel mit Dings kaufen wär's der besser dran mit Schwein kaufen, weil die bringen ja auch noch Geld. Dann wäre es ja sozusagen eine Investition, die sich reinvestieren würde. Bei Kühen ist das natürlich schwierig, denke ich. Weil da halt mehr dazu gehört. Ne? Und du musst Ja. dich um zwei Sachen dann kümmern, das wird natürlich auch nicht ganz einfach. Das Ne? stimmt. Tino, soll ich Also dir sag was mal, Schafe sagen? und ja. Du bist ein ganz schlechter Verkäufer. Wer ist ein schlechter Verkäufer? Du! Warum? Ja, weil du mir gerade versuchst, den Kuhstall auszureden. Ich glaube nicht. Also deshalb habe ich schon mitgekriegt, dass ich es schaffe, dir den auszureden. Das ist richtig. Und deswegen, also das ist mir schon vorher klar. Aber Leute, auch mal da raus an die ganzen vielen Zuschauer. Ne? Es ist natürlich wirklich, wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ne? Sehr, sehr dankbar dafür, für die ganzen, die jeden Tag schauen, die kommentieren. Na gut, es kommt auch an, was sie kommentieren.
Aber prinzipiell, ne, die ganzen netten Kommentare, für die ganzen Däumchen, die ganze Unterstützung und. Aber, wie hieß der eine, der den Kommentar geschrieben hat, was ich vorhin gesagt habe? Wie hieß der nochmal? Boah, keine Ahnung. Aber was, um was ging es denn in diesem Kommentar? Der anfing mit, jetzt reicht's? Nee, oder? Jetzt reicht's? Nein. Er fing an mit, Leute, denkt doch mal bitte drüber nach, ob die drei, sich sinngemäß jetzt nur, die drei sich wirklich zusammensetzen würden, miteinander spielen sollten, würden und Zeit verbringen, wenn der eine den anderen nicht leiden könnte und den Grashalm auf der Wiese nicht gönnen würde. In einem Spiel namens Landwirtschaftssimulator. Jetzt mal so sinngemäß. Ne? Also man muss schon mal die Kirche im Dorf lassen. Absolut. Es ist, ja. Also wir spielen hier schon miteinander nicht, weil wir uns alle nicht leiden können. Nee, aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, es hat auch ein bisschen Reiz. Weil natürlich guckt der die Folge. Natürlich haben wir Zuschauer, wo Tino seine Zuschauer oder meine Zuschauer zu Tino gehen und schauen, was er macht, was er sagt und so weiter. Natürlich finde ich das auch in meinen Kommentaren. Das ist, glaube ich, bei jedem von uns so. Und natürlich kann man auch seine Richtung so entwickeln, dass man über mehr Sachen reden muss. So, dass ich jetzt den Kuhstall kaufen möchte, ja, war auch praktisch eine Sache, wo ich mir sage, gut, wenn Tino den hat, welche Möglichkeiten hat Tino dadurch? Und ich sehe einfach die Gefahr, dass wenn Tino diesen Kuhstall kauft, dass er, weiß nicht, dass er einfach sehr viel Geld damit verdienen kann. Und das ist noch nur normal, wenn man ein Ziel verfolgt, dass man versucht, dieses Ziel zu erreichen. Nicht koste, was es wolle, das wäre Blödsinn. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das. Also das mache ich jetzt nicht irgendwie, weil ich jetzt irgendwie jemand abgrundtief hasse, sondern weil ich einfach meine Chancen dadurch steigern möchte. Und das finde ich ein ganz normales Challenge-Verhalten. Also ich weiß nicht, was da jetzt unmenschlich dran ist. An wen war das jetzt gerichtet? An alle. Achso, gut. Das war nicht echt. Ja, würde ich direkt anknüpfen, kurz LU. So, jetzt muss ich nochmal meine alten Videos hier durch. Mal nebenbei noch durchswitchen, so leid es mir tut. Warum? Was hast du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Nee, ich brauche einen Kommentar. Mir wurde ein Kommentar geschrieben über das Häckselvolumen in den unterschiedlichen Wachstumsstadien. Der war sehr hilfreich. Dann habe ich heute allerdings wieder, ich habe mir allerdings die Sinnhaftigkeit, nicht die Sinnhaftigkeit, sondern die Daten daraus schon wieder, wie soll man sagen, vergessen. Gelöscht. Ja, und ich habe jetzt wieder einen Kommentar bekommen, der mir sagte, ich sollte den Mais im dunkelgrünen Stadium, also kurz vor fertig, häckseln. Das würde einen unglaublichen Mehrertrag bringen. Das wurde dann teilweise auch bestätigt, allerdings fehlt mir halt jetzt nochmal die Übersicht von den ersten Kommentaren, weil entweder einer muss ja lügen oder Unrecht haben und Fake News verbreiten, dass ich mir hier Wesse Kohlens ansetze. Ja. Jetzt will ich mir das halt nochmal angucken, ob das beim ersten Flyer so war, weil bei den ersten hatte ich im Gefühl, letzte Wachstumsschübe. Randy, ganz, also ich will jetzt überhaupt nicht an die Zuschauer kritisieren, ne? Ja. Aber ich glaube schon, also ich würde es einfach testen. Ich glaube schon, dass da vielleicht ein, zwei Kommentare dabei sind, die das auch nicht so gut mit dir meinen. Naja, deswegen. Davon gehe ich ja im Allgemeinen aus. Ich würde es einfach mal bei einem Feld testen, würde mir aufschreiben, wie viel bringt es, wenn ich es mit grün häcksle und wie viel bringt es dann beim nächsten Mal, wenn ich es in gelb häcksle zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Halt, ja, ich will schon was erwähnen. Es dauert halt ein bisschen, ist mir schon klar, aber dann bist du halt safe, ne? Ja, ich will schon schneller gehen. Ich will mal wenigstens, ich suche den scheiß Kommentar mal. Aber find den mal. Ja, komm. Bei 10.000 Kommentaren, die bei dir reinkommen, ne? Ja, das genau, ist einfach, jetzt übertreibst du nicht. Okay, gut. Ja. Backen wir nicht wieder weg. Okay. Aber es ist doch bald Weihnachtszeit. Ja, das ist schön, dann gibt's kein Honig, da gibt's Lebkuchen. Ey, das verkaufen die ja jetzt schon, ne? Wo ich jetzt mit Klinki am Wochenende einkaufen war. Ja. Also vorne alle, also Lebkuchen, ja, Dominosteine, Schokoladen-Nikoläuse, Adventskalender. Ja, ja. Also denke, habt ihr mal aufs Datum geguckt? Bei uns auch. Klick-Mähende, nimm doch drei mit, kannst du jeden Monat, willst du ihn aufmachen und wegfressen. Ja, recht hat er, ne? Aber absolut, absolut. Aber das fängt dann auch immer. Bin ich denn jetzt gemoved? Das fängt halt auch immer früher an, das ist leider das Problem, ne? Ah, in die Shop. Hallo.
Guten Tag. Wir haben uns gerade über Schoko-Nikoläuse unterhalten. Ja? Ja, weiß nicht, ob ich den Nikolas haben will. Ja, was kann ich helfen? Dankeschön. Wir haben noch die erste verkauft von Ihnen, die etwa seit ein, zwei Aufnahmesessionen ausstand. Genau, die in einem Container, ja? Genau, Sie können sich den Betrag zuweisen. Okay, mach ich. Gut. Darf ich eine Frage fragen? Wie weit sind denn die Heupellets? Bitte im Abpacken. Ja. Sekunde, da komme ich gerade nicht ran. Also ich müsste es nur ungefähr zeitlich wissen, wann ich die wegfahren müsste, weil ich jetzt noch drei, vier andere Sachen gerne machen würde. Ja, können Sie ruhig machen. Ich pack noch die dritte Ladung, sind nochmal 10 Paletten sind noch packen, ja. Sind erst 20 drauf. Okay. Ich glaube, es gibt eine Regel, die besagt, ich darf 60.000 Liter verpacken lassen und dann kommt der nächste, ne? Richtig. Was ich mitbekommen habe, glaube ich, will der Herr Manus wieder was pressen lassen. Richtig. Oder verpacken lassen. Ja. Ist dann automatisch mein Stroh wieder dran? Die müssten uns dann wieder einen weiteren Auftrag geben. Okay, aber könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn das Ding wieder frei ist? Weil ich weiß nicht, wie lange ihr braucht, ne? Und ich will jetzt auch nicht alle 3 Minuten hochkommen und fragen, ey, Jungs, wie sieht's aus? Bei Ihnen sind es noch 22.000 im Lager. Okay. Plus das, was halt noch draußen steht, was wir halt noch nicht pressen dürfen, weil es ja die 60.000 dann nur steigen würde. Heißt das, Sie haben jetzt noch Heuballen? Nee, Pellets, schon fertig. Okay. Fertige Pellets. Es hieß doch alles durch pelletieren. Genau. Absolut richtig. Absolut richtig. Da steht noch ein Hänger hier auf dem Hof bei uns. Okay. Aber Heu. Weil ich habe euch ja auch ganze Menge Strohballen gebracht. Ja, richtig. Okay. Gut. Ja, dann einmal mal weitermachen und dann, wenn irgendwas ansteht, einfach Bescheid sagen. Ich werde das gleich mal machen. Okay. Das war... Gut, kann ich jetzt wieder gehen? Ja. Wunderbar. Wiedersehen. Tschüss. Ich bin jetzt auch fast alle, in Anführungsstrichen, mittellegitim. Ne? Wenn ich da mit Werner quatsche, wenn Tino bei mir Uhr ist und einfach nur aus Just for Trotz, weil ich schon vorher weiß, alles klar, die Leute werden ausrasten. Ja, komm, lass uns doch den Tino hochbieten. Ja, warum nicht, ne? Ja, dann mache ich das bewusst und erfreue mich dann natürlich über dementsprechende Reaktion darum, weil bei mir auf den Kommentaren ist ja, wie gesagt, alles ruhig, ne? Bin ja hier der neutrale Boy, in Anführungsstrichen, Kappa. Aber dass es dann immer noch Leute gibt, die da die diesen Joke, der ja nun wirklich, denke ich mal, als Joke rüberkam, ja? Wirklich so das missverstehen und da wirklich hier, keine Ahnung, also jetzt reicht's. Ja, also ich weiß nicht. Also sorry, entweder liegt es am Alter oder, sorry, ich weiß es nicht. Es ist dann irgendwie, naja, blöd. Ich meine, ich lache dann auch noch drüber, ne? Ich meine, mir tut es für Tino und Werner leid. Ach, ich schaff das. Ja, ihr schafft das, beide. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich sag mal so, ich bin emotional, ich habe keine emotionales... Ich bin nicht emotional so ein Frack, dass ich das nicht abkönne. Also bist du keine emotionale Baustelle. Okay. Ich mache 6 Jahre YouTube, wir haben alles gehört, was es gibt. Ja. Und wie gesagt, ich möchte nur ein was nicht. Und das ist, wir haben hier drei Communities, die sich natürlich in gewissem Maße ähneln. Wo jetzt einfach die gleichen Leute sind, weil sie bei allen gerne schauen. Wir haben aber auch, sage ich mal, Leute dabei, die nur bei Werner schauen, die nur bei mir schauen oder bei Randy schauen, whatever, oder nur zwei schauen. Und was ich halt schade finde, ist, wenn wegen sowas Communities, also weil das dann falsch verstanden wird oder so, Leute dann auseinandergespaltet werden. Das ist halt gerade, wenn bei mir nur geschrieben wird, oh, der Werner, der ist ja so gemein und was soll denn das und ja, aber ganz, also man muss jetzt auch mal so sagen, wenn das die Leute so empfinden, lass sie doch schreiben. Ich lass sie schreiben, bei mir wird kein Kommentar gelöscht oder gebannt, außer es ist persönlich beleidigt. Nein, dann natürlich, also es ist klar. Unter der Gürtellinie. Irgendwo hat es auch eine Grenze, sehe ich vollkommen ein. Ja, aber alles stehen, wie es ist. Ich habe auch so ein paar Kommentare, da greife ich mir im Kopf, aber denke mir so, okay, lass es stehen. Ich bin gespannt, was die anderen Leute drunter schreiben. Ja. Vielleicht bin ich auch komplett verblindet und sehe das komplett falsch. Habe ich mich auch schon öfter gefragt in diesem Projekt, muss ich ehrlich sagen. Was denn? Ja, ob ich das vielleicht falsch sehe. Wenn ich zum Beispiel denke, es wäre für mich gut oder cool, wenn ich den Kuhstall kaufe. Vielleicht sehe ich das falsch.
Ja gut. Ja. Weil ich nehme mich jetzt nicht aus, dass ich mal einen Fehler mache, ganz ehrlich nicht, aber... Hat er ja auch. Nein, man muss dazu sagen, wie Werner schon sagt, man nutzt natürlich schon die Mittelchen, die man zur Verfügung hat, hier um auch bei der Challenge zu gewinnen, beziehungsweise voranzukommen, ohne Frage. Aber wo ist eigentlich die BGA? Bei Randys Feldern. Richtig. Unterfeld 84, Überfeld 126. Guckt, wir haben uns wieder alle lieb. Da wo die ganze Schnappenbarren. Als mal. Okay, wir haben uns doch nicht mehr lieb. Schnell zerstört. Schade. Ja. Gut, wieder eine weniger von den Weihnachtsgeschenkten Listen. Wow. So, genau. Aber Leute, bitte giftet euch in den Kommentaren einfach nicht so an. Nein. Seid ihr fertig, das wäre mir einfach lieb. Ich möchte nicht, dass bei mir Werner beleidigt wird und sonstiges oder Wendy oder was auch immer. Weil. Das könnt ihr dann machen, wenn wir unter ESL spielen, ja? Wenn wir Farming Simulator Championship ESL machen. Ja. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ich werde vielleicht noch eine zusätzliche Folge Stappenbach hochladen. Aber keine Folge, wo was passiert, sondern einfach, wo ich auf Kommentare eingehe, weil ich glaube, da muss einiges aufgearbeitet werden. Okay. Das ist dann die Folge 63,5, weißt du? So in der Richtung. 63,1. Oder so, ist mir egal. Ich denke mal, da kannst du dicke 9 Folgen machen. Ja, das ist mir nicht alle, aber es gibt schon ein paar Sachen, die ich gerne... Ich bin halt nicht der Typ, der da jetzt jedes Kommentar beantwortet, da mache ich lieber ein Video zu und kann das ein bisschen besser schildern, ist zumindest meine Ansicht. Okay. Mal gucken. 20 Minuten Statement incoming. Ja, aber es geht in die Richtung, merkt ihr was? Manchmal ist das einfach, muss kurz hin. Willst du es alleine machen, das Video? Bin gleich wieder da. Wow, ist aber glatt geschrieben, ne? Stopp, Manus! La la li la la. Ich hab einen Kommentar gefunden, ist in der Tat so. Wieso? Kurz bevor es orange wird, gibt's den meisten Ertrag. Das ist Wahnsinn. Okay. Weißt du, was heute unter Tinos Videos stehen wird? Was denn? Tino, hör auf! Du bist das Feuerhexen! ja, so ah, ist es eigentlich. Stasi wäre ein Scheißdreck gegen euch. Ich freue mich über die Kommentare. Ich freue mich auch über die Kommentare. Ich glaube, ich muss mal jetzt anfangen, Herzchen zu verteilen in den Kommentaren. Oh, süß. Ich habe bei dir auch letztes Mal kommentiert. Ja, moin oder irgendwie sowas. Nee, erster. Nee, ich bin auch erster. Ja, irgendwie gedacht, Alter. Dein Scheiß Ernst. Der Klassiker. Bist du ja auch immer öfters in den Kommentarbereich kommentiert, gerade bei den 19er Videos. Wer denn? Der Martin! Eben hat er mich auf einen Fehler drauf hingewiesen im Thumbnail. Das fand ich sehr nett, da hat er auch ein Herzchen bekommen. Und einmal, das habe ich jetzt entdeckt für ein neues Q&A-Video, wo ich die Fragen wieder durchgegangen bin. Ja. Hat einfach nur geschrieben, hey, ich wollte nur schreiben, dass ich wieder da bin, wenn ihr Themen braucht. Lol. Ehrlich jetzt? Ja. Alter, der Typ ist aber auch hart, ne? Ja, Martin ist... Das juckt den halt null. Was hat der schon wieder gemacht? Martin ist eine Legende. Nein, ich will es nicht wissen. Er ist eine Legende. Nee, ich hatte jetzt noch mal Kommentare, so allgemein wegen den 19er, ne? Videos. Und da hat er halt immer einen Kommentar geschrieben, wo mich ein Fehler im Thumbnail drauf hingewiesen hat. Das war sehr nett, ne? Da habe ich ihm auch ein Herz gegeben. Und immer habe ich aber auch einfach so gelesen, jetzt im Nachhinein, hat er einfach einen Kommentar geschrieben, hey, ich wollte nur schreiben, dass ich wieder da bin, falls ihr Themen braucht. Hey, 30.000. Hallo. Hallo. Kaffee und Kuchen? Oh, schon wieder, Alter, ich wäre ja fett wie Sau. Ja, aber gerne. nee. Unser Mitarbeiter hatte leider einen Unfall. Er musste kurzzeitig zum Arzt. Ja. Hat er Kopfschmerzen? Ja. Sehr gut. Sehr üble Kopfschmerzen. Ja, kenne ich. Kennen Sie, gut. Er wird sich aber nach Einnahme seiner Medikamente wieder an die Arbeit machen. Okay. War er schon in der Apotheke? Er ist unterwegs. Ja. Sehr gut.
Ja, es ist natürlich so, dass, warte, lass mich kurz überlegen, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Es ist natürlich so, dass der Bildschirm gleich ausgeht und dass dann, freier Zugang wieder ist. Okay, ja. Also ich habe gehört, der Arzt ruft mich an, sobald die Kopfschmerzen weniger werden. Sehr gut, dann machen wir das so. Wunderbar. Danke. Danke. Dann einfach so ein Video raushauen, wo man eine Kirche Orgel spielt, Alter. Wir müssen ja, Schluss gut. machen. Wie bitte? Ah ja, wir müssen Schluss machen. Aber weißt du, wie ich das jetzt erfahren habe? Nee. Jetzt kommt der RP-Spieler hervor wieder. Unser Mitarbeiter hatte Kopfschmerzen. Er ist aber bereits in der Apotheke und holt sich Tabletten. Wir bitten den Arzt zu sagen, wenn er wieder eintreten darf. Hä? Hast du es verstanden, Randy? Ich hab's verstanden. Ich will es auch verstehen. Ja, gut. Der Mitarbeiter hatte Kopfschmerzen. Irgendjemand ist vom Server geflogen. Blabla. Wieder mein Arbeiter. Ja. Gut, meine Freunde, da sind wir aber erstmal fertig, weil das geht sich nämlich schon von der Zeit her aus. In dem Sinne, man bedankt sich fürs Zuschauen, man freut sich besonders auf die Kommentare. Und in dem Sinne, bis, da warst du nicht da, Tino. In dem Sinne, bis morgen. Tschüss. Tschüss.